Hallo meine lieben PES-Freunde, schön, dass ihr wieder einschaltet hier zu einem weiteren Video von Criss Cross auf eurem Lieblings-PES-Kanal. Die Gamescom läuft und der vierte Tag ist vorbei, Leute. Und es gibt wieder Neuigkeiten und ich möchte euch auf den aktuellsten Stand bringen mit diesem kurzen News-Video hier. Und was ich noch ankündigen will, ist für euch, dass ich morgen auf der Gamescom bin. Ich werde schon um 7 Uhr losfahren, das heißt, ich bin kurz nach 9 da, denke ich mal, sofort an den Konami-Stand. Also, das heißt, wer von meinen PES-Freunden ja früh aufsteht, der kann mich als erstes da treffen. Das wird auf jeden Fall nice. Ich möchte ein bisschen mit euch reden. Ich hoffe, dass ich den einen oder anderen da antreffe und ja, wir ein bisschen quatschen können. Und das geilste ever ist, dass ich zusammen mit Let's Playmaker da bin. Ja, wir treffen uns gegen Mittag dort am Konami-Stand und wir erhoffen uns auf jeden Fall irgendwie vielleicht sogar ein Showmatch auf der Bühne oder was weiß ich. Mal gucken, wir werden ein bisschen mit den Leuten schnacken, ob da was möglich ist. Wissen wir natürlich noch nicht. Aber ich hatte heute Kontakt zu Matze Gohl-Winkler, dem deutschen Meister. Der wird morgen leider nicht mehr am Start sein. Allerdings ist Meromäh noch am Start. Merab von Schalke 04 ist noch am Beat. Ja, das heißt, mit ihm versuche ich auch ein bisschen in Kontakt zu kommen, Leute. Und vielleicht gibt es da ein One-on-One oder vielleicht gibt es auch einen Koop-Match zusammen mit Let's Playmaker oder gegen Let's Playmaker. Wir versuchen alles, da irgendwas an den Start zu bekommen. Also folgt mir auf jeden Fall auf Instagram. Das würde ich auf jeden Fall abfeiern, Leute. Wenn ihr da, hier, ne? Hier, ne, da, ne, da, da, Criss Cross PES Gaming folgt. Da wird es eine Story geben. Ihr kennt die Leute. Er ist einfach verpeilt, Alter. Welche Richtung, weiß ich doch nicht. Ich mache das hier zum ersten Mal, Alter. Guckt euch den Sonnenuntergang hier an, ja? Wunderschöne Aussicht hier nochmal, meine PES-Freunde. So, auf jeden Fall, ja, seid am Start, kommt auf die Gamescom und schaut auf mein Insta-Profil. Auch auf unserem Criss Cross PES-Freunde-Server wird es die News geben. Ich versuche auch einiges abzufilmen. Ich versuche auch da Fotos zu machen von einigem Material, was noch gar nicht gezeigt wurde. Vielleicht darf ich es auch gar nicht. Man weiß es nicht, meine PES-Freunde. Ich wollte mich einfach nochmal kurz bei euch melden. Und wir gucken mal, was es heute Neues gab, auf jeden Fall. So. Ja, meine PES-Freunde, hier Deutscher Fußballbund hat heute was bekannt gegeben, ja, Konami, hier sieht man es auch nochmal und da seht ihr mal, was das für eine Reichweite nimmt mittlerweile, ja, wenn auf der DFB-Seite sogar Konami vertreten ist, mit der Euro 2020, richtig krass, DFB nimmt an UEFA Euro 2020 teil, auch geiler Rechtschreibfehler hier. Der Deutsche Fußballbund wird mit seiner E-Nationalmannschaft bei der UEFA Euro 2020, dem neu geschaffenen E-Football-Turnier von UEFA und Konami, antreten. Der Wettbewerb, an dem Teams aus allen 55 UEFA-Nationalverbänden teilnehmen können, wird ausschließlich auf eFootball PES 2020 von Konami ausgespielt, dem offiziellen Videospiel zur UEFA Euro 2020. Start des Turniers ist bereits im November 2019. Dann findet die Online-Qualifikationsphase statt. Jedes teilnehmende Land trägt dabei zwei Spiele gegen die anderen Länder in seiner vorher ausgelosten Gruppe aus. Alle Gruppensieger und die sechs besten Gruppenzweiten qualifizieren sich für die Endrunde, die am 9. und 10. Juli 2020 in London steigen wird. Kurz vor dem am 12. Juli im Wembley-Stadion stattfindende Finale der Fußball-Europameisterschaft. Jeder teilnehmende Nationalverband wird mit einer E-Football-Nationalmannschaft bestehend aus zwei bis vier Spielern antreten, die ihr Land bei diesem europaweiten Event repräsentieren. Wer den DFB bei der UEFA Euro vertreten wird und wie diese Spieler final ausgewählt werden, steht aktuell noch nicht fest. Auch die Erweiterung des aktuellen Kaders der E-Nationalmannschaft um PES-Spezialisten ist dabei eine Möglichkeit. Leute, wie geil ist das bitte? Bereits im November geht's los, das heißt ab November eigentlich ja, beziehungsweise die haben ja gesagt, im neuen Jahr wird es auf jeden Fall den DLC geben, den Download zu Euro. Ich bin gespannt, wann wir da die News erfahren, wann es soweit ist. Auf jeden Fall geht's ja anscheinend schon im November los. Das heißt, die Euro wird nicht lange auf sich warten lassen und das feiern wir doch wieder mal komplett, meine PES-Freunde. Richtig, richtig nice. Das ist richtig geil. Ich liebe es einfach, was Konami dieses Jahr auf die Beine stellt. Sogar auf der DFB-Seite sind wir vertreten. Wie geil ist das bitte, Leute? Ich feiere das. So, wir gucken auf jeden Fall nochmal auf unseren Server drauf. Ja, da gibt es heute noch eine Neuigkeit und das interessiert bestimmt alle E-Football-PES-Pro.
Pro League begeisterten. Das heißt, der S04 hat bekannt gegeben auch, dass sie die Spieler des letzten Jahres wieder verlängert haben. Da ist Meroman am Start, da ist wie gesagt Matze Gohl Winkler am Start. Und da ist auch Mike Linden dabei. Das heißt, Leute, die sind wieder bei Schalke 04. Richtig, richtig krass. So. Ja, meine Pestfreunde, die angekündigten News von dem Livestream, was die Trikots angeht, das interessiert bestimmt auch einige. Da habe ich für euch wieder einige Beispiele und ihr könnt mir mal in die Kommentare hauen, welche Trikots euch am besten gefallen. Das wäre sehr, sehr nice. Ich stelle gleich noch ein paar vor. Aber zuvor möchte ich nochmal Werbung machen auf meinem Kanal für den Livestream, den ich gestern gebracht habe. Ja, da habe ich auch ein bisschen was zu den Trikots und zu dem ganzen Vorhaben erzählt. Das heißt, wer ihn verpasst hat, guckt ihn euch an. Ist ein bisschen lang, ich weiß, aber es lohnt sich, meine Pestfreunde. Ja, da waren auch ein paar Spiele dabei. Ja, da dachten sich einige wieder, sie müssten das Game abbrechen und haben keine Lust mehr, weil Chris Cross ganz gut drauf war. Welche Trikots wollt ihr als Heimtrikot? Welche Trikots wollt ihr als Auswärtstrikot? Jeder von euch wird Trikots gestellt bekommen von uns. Ja, von den Chris Cross Pass-Freunden. Ja, auf unserem Server. Das heißt, Voraussetzung ist für diese Trikots, dass ihr ja auf unserem hier Chris Cross Pass-Freunde-Server hier über der Cam, ihr seht's, dass ihr da joint. Der Link ist in der Videobeschreibung und schaut da auf jeden Fall mal rein. So, wir gucken jetzt mal auf die Trikots, meine Pass-Freunde. So, hier im eFootball-Style, ja, in den Farben von PES 2020, richtig nice, das ist das erste Shirt, richtig, richtig geil, Leute, ja, Chris Cross vorne drauf mit dem YouTube-Zeichen, mein Wappen ist dabei, Air Jordan ist auf jeden Fall am Beat, richtig geil, feier ich komplett, ja, von hinten auch CC Army, Chris Cross Army, das wird bei euch auch hinten draufstehen, deswegen, das kann auch schon ein Trikot von euch sein, Leute, wir stimmen ab, ich werde natürlich persönliche Trikots am Start haben, aber ich werde auch für die Community die Trikots bereitstellen, ne? Das wird richtig, richtig geil, auch in den eFootball PES 2020 Farben, ja, richtig, richtig nice, Leute, das ist schon geile Arbeit. Jetzt hier Deutschland-Trikot mit Chris Cross drauf, Alter. Wie nice ist das denn? Ich feiere das komplett, Leute. Vielleicht werde ich so auflaufen in dem einen oder anderen Spiel. Richtig, richtig geil. Chris Cross Army. Ihr könnt mal in die Kommentare hauen, wie ihr die Trikots so findet. Ich feiere sie jetzt schon. Das ist zum Beispiel ein Torwart-Trikot. Sehr, sehr geil. Ja, schön in grün gehalten, schön schlicht. So kann das aussehen. Alter, das hat Style. Das feiere ich. Erinnert mich auch so ein bisschen an Paris, ja, mit dem Air Jordan in den Farben von PES. Absolut lovely, Michael. Richtig nice. Boah, geil in Pink auch. Schön knallig. Also, Leute, ja, welcher ist euer Favorit? Ist natürlich jetzt ein bisschen schwer für euch zu beschreiben, aber haut es trotzdem mal in die Kommentare rein, welches Trikot euch am meisten gefällt. So, hier haben wir auch noch nice mit dem Kragen an den Seiten, die PES-Farben. Also ich habe einige zur Auswahl für euch, auch die wir gemeinsam nutzen, auch stylisch, ganz in schwarz. Mein Wappen wird noch hervorkommen, so ein bisschen schwarz-grau-weiß. Richtig geil, ja, sehr, sehr schlicht, aber geil. Oh, Leute, guckt euch diese Trikots an, Mann, was kann dieser Mann? Sehr, sehr geil, oder? Also das Trikot feiere ich auch, kann man schön als Auswärtstrikot nehmen, finde ich. So, Chris Cross Army. Hier zum Beispiel ein schlichtes Torwart-Trikot, aber in Deutschlandfarben. Schwarz-Rot-Gold, mega. Ja, das ist auch nochmal zur Auswahl da. Dann in Weiß-Gelb, auch stylisch, finde ich. Ist auch was Besonderes. Warum nicht so ein weißes mal nehmen? Hier auch geil in Grau-Weiß, ey. Boah, richtig Hammer, richtig Hammer. Erinnert mich an mein Auswärtstrikot, das ich jetzt auch zu PES 2019 hatte. Das heißt, für alle Neuen, die jetzt von FIFA dazukommen, Leute, es ist möglich, hier diese eigenen Trikots reinzupatchen und damit zu zocken. Wie geil ist das bitte? Ja, und das ist nochmal das letzte Shirt, ja, so ein bisschen im Style von Barca, ne, mit diesem Karo-Look, aber ja, mal gucken, ob ich mich dafür entscheide, das sieht schon sehr weiblich aus, finde ich, mal sehen, also, das sind die Trikots, Leute, richtig, richtig geil.
Und das feiere ich komplett ab. So, Leute, ja, das war's auch schon wieder mit diesem Video. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch bitte ein Like da. Drückt jetzt auf den Button. Damit supportet ihr mich, Leute. Wer mich noch nicht kennt, gerne ein kostenloses Abo da lassen. Und wer mich gerne morgen auf der Gamescom treffen will, hält Ausschau nach diesem roten Cappy, weil das werde ich morgen tragen. Werde eigentlich im ähnlichen Style da sein. Das heißt, nicht zu übersehen. Rotes Air Jordan Cappy, Criss Cross. Ich freue mich auf euch. Macht's gut, meine Pestfreunde. Und jetzt Dortmund zu Ende gucken. Ja, mal gucken, wie es ausgeht. Tschaußen!